Sicherlich eine der schwierigsten Flugmanöver, die es zu erlernen gibt, ist der hohe Wingover. Trainiere zuvor Nicken und Rollen. Vor allem Rollen ohne Steuerleine, nur mit Gewichtsverlagerung, sind sehr gute Vorbereitungen für den Wingover. Ebenso solltest du schon gut spiralen können, denn sehr hohe Wingover werden am besten über Spiraldrehungen ausgeleitet. Es kann, wie bei der Spirale, keine Lehrmeinung über eine Wingover-Technik geben. Gurtzeug und Schirmtyp haben genauso viel Einfluss auf diese Figur wie der Pilot mit seinen Bremsen und seinem Körpereinsatz selbst. Du wirst mit der Zeit deinen eigenen Wingover-Stil finden. Ob mit extremem Körpereinsatz und Bremse oder eben weniger von beidem. Die Hauptsache ist doch, so wie bei jeder anderen Flugfigur, du sollst deinen Spaß dabei haben. Du den Körper am höchsten Punkt auf rechts legst. Andi? Den Körper auf links legst. Steuerleine links führen. Steuerleine rechts nachbremsen. Körper auf links. Steuerleine links, Körper auf rechts. Und wieder auf die andere Seite. Jetzt hast du den Rhythmus verloren. Mal stoppen. Mehr Steuerleine. Steuerleine tiefer und länger. Und jetzt Körper auf links außen. Steuerleine links. Körper rechts. Steuerleine rechts. Bist du langsam? Stopp. Einfach nach und nach den Wingover steigern. Körper auf außen. Ah, der ist ja zu hoch geworden, gell? Aufpassen, dass der Wingover nicht zu hoch wird. Okay, danke.